Wenige gezielte Hammerschläge und schon finden die rund 10 x 10 cm großen Gedenktafeln aus Messing ihren Platz. Hier, genau an dem Ort, wo die Eheleute Martha und Walter Jülich vor 73 Jahren aus ihrem Zuhause vertrieben wurden. Auf Anregung des Sohnes Otto Jülich, der heute in den USA lebt, hat die bürgerschaftliche Vereinigung Pro Duisburg e.V. jetzt 2 der Stolpersteine für seine Eltern vor dem ehemaligen Wohnhaus verwirklichen lassen. Für den Schöpfer der Stolpersteine, Gunther Demnig, ist es immer wieder ein besonderer Moment. Seit 1992 initiiert er das Projekt, das an das Schicksal der Menschen erinnert. Die Grundidee war, überall in Europa, wo die deutsche Wehrmacht, die SS, die Gestapo ihr Unwesen getrieben haben, dass dort Symbole Steine auftauchen werden. Es sind bis jetzt 21 Länder in Europa, fast 64.000 Steine. Ich glaube, Ende des Jahres sind es 64.000 Steine. Allein in Deutschland findet man die Stolpersteine mittlerweile an 1200 Orten. Rund 250 bis 300 davon sind allein im Duisburger Boden verankert. Ein Ende ist für den gebürtigen Berliner bisher nicht in Sicht. Also ich habe eigentlich gedacht, dass es irgendwann weniger wird. Aber es ist genau umgekehrt. Das Interesse wird immer größer. Es sind eben Angehörige, die Enkel oder zum Teil die Urenkelgeneration. Ja, die hatten nicht Oma und Opa. Und die wollen jetzt wissen, woher kommen wir eigentlich. So war auch an diesem Dienstag die Anteilnahme von ehemaligen Bekannten, aber auch Passanten groß. Wer demnächst also einmal auf der Köhnenstraße in der Duisburger Innenstadt entlang geht, der sollte vor der Hausnummer 6 einen Blick auf den Boden werfen.